Ein letztes Mal lag es an Obi-Wan daran, die Mission zu retten. Er musste mit seinen perfekten Schleißskills den Traktorstrahl des Todessterns deaktivieren. Doch nun wartete ein alter Freund auf ihn. Und damit starten wir rein in Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir waren stehen geblieben mitten im Todesstern und starten nun mit eine fabelhafte Rettung. Oh, geil. Eine Präsenz, die ich zuletzt spürte als... Nein, das war's nicht. Ja, das ist... Nein, ich weiß nicht. Aha! Okay. Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Da sind wir. Ihr fliegt mit dem Ding? Ihr seid mutiger, als ich dachte. Reizend. Kommt. Kurz im Yoga-Kurs des Todessterns. Geh zurück zum Schiff! Okay, was spielen wir jetzt genau? Der, oh, ich spiele mit Han Solo! Sein. Alles klar! Okay, da bräuchte man C-3PO, den haben wir nicht. Juhu! Kommt nur her! Mir lieber als dieses Weggelaufe hier! Und dieses Verstecken! Ein offener Kampf ist mir immer lieber! Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Und bam, bam, bam! Ach, ich liebe diesen... Oh nein, Chewie! Es tut mir leid! Ich wollte gerade sagen, ich liebe diesen Move, aber... Ich wollte nicht Chewie weghauen. Okay, das ist eigentlich ganz cool gemacht, ne, mit den Schurken. Dass die hier so... Oh, in Slow Motion. Dass die hier immer so Schwachstellen aufdecken können und so. Das finde ich eigentlich ganz nice. Alter, wie gut das aussieht. Ich bin aber gespannt, ob wir wenigstens auch den Kampf Vader gegen Obi-Wan selber spielen können oder ob wir den nur wieder beobachten. Ne? Das war ja bei den alten Lego-Spielen war das immer so ein Ding. Das hat man dann immer beobachtet, aber selber gespielt hat man das nicht. Mal sehen. Ach, ich bin allergisch gegen Wookies. Erledigt sie. Okay. Was soll das denn? Oh, komm, wir switchen mal ganz kurz zu Chewie, der steht hier. Oh, auf die Bombe. Ja! Oh, da ist wieder einer mit der Minigun. Aufgepasst, der mit der Minigun. Chewie schießt aber ganz schön langsam, ne? So, warte, jetzt nochmal den Superschuss aufladen und Feuer! Boah, 99 als Schaden gemacht. Cool. Pass auf, Chewie, gehen Sie da mal ganz kurz ein bisschen weg, bitte. Gehen Sie da mal ein bisschen weg, bitte. Danke. Ich will nochmal die ganzen Bomben hochjagen. Das kann nur gut sein. Hier können wir nämlich wieder was aufbauen. Achso, das ist wieder nur die Deckung, okay. Können wir hier die Karte rausnehmen? Nee, ne? Das geht nicht. Alter, der Todesstern ist einfach so cool. Ich mag den. Ich mag den eigentlich total gerne. Ich weiß nicht, es gibt immer viele Leute, die... Können wir da drauf rumfahren oder was war das gerade als anderes? Achso, nee, wir kriegen ein Minikit wahrscheinlich dafür. Feuer frei! Es gibt immer so viele Leute, die... Halt in Deckung, ich will erstmal ganz kurz den Mausdruiden holen. Eins von dreien, okay. Haben wir schon einen verpasst davon? Ich glaube nicht. Es gibt immer so viele Leute, die Episode 4 als den schwächsten Teil ansehen von der Originaltrilogie. Wie seht denn ihr das? Welchen Teil mögt ihr davon am meisten oder am wenigsten, vielleicht auch so rum? Ist es dann Episode 4? Ist eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich ist der ja so der Einstieg in alles. Ha, da macht er so eine coole Rolle, aber das kann er nicht verhindern. Nicht den Superschuss. Der Superschuss. Und nochmal. Hat das einen Lebensbalken? Also wir kriegen ja auf jeden Fall Schaden drauf. Ah, okay. Wie hätte man das denn smart gelöst? Oder hätte man jetzt hier in Deckung sprinten können immer? Ach, der steht auch noch hier. Komm, und jetzt. Boah, ich hab den so rumgeworfen. Bam, bam, bam. Ah, ich lieb den Move. So, jetzt haben wir hier diese Datenkarte. Müssen wir die wieder da hinten einstecken? Wahrscheinlich, ne? Was ist hier? Na gut, das ist nichts. Achso, wir haben auch diesen Rutschmove, ne? Den haben wir auch gelernt übrigens. Muss ich auch nochmal richtig einsetzen.
Aber der ist schon nice. Okay. Was eigentlich ganz schade, weil Episode 4 hat ja eigentlich quasi alles so eingeführt, ne, mit Star Wars. Eigenhändig zu Fall. Han? Han, hörst du mich? Wir kriegen diese Tür nicht auf. Wir brauchen deine Hilfe. Oh, der hat alles rübergekippt. Warte kurz. Und das ist ja eigentlich dann schon schade. Imperiale Technik ist viel. Alter, ist das geil, ey. Am besten einfach aufbauen. Bam, bam. Oh, cool. Ey, Han Solo hat die besten Moves bisher. Das ist so nice. Halt, was ist das? Kann man da irgendwie... Da ist doch ein Schalter hinter. Kann man das irgendwie... Irgendwie hinbekommen hier, dass wir das aufbekommen? Wahrscheinlich, ne? Wir müssen nur... Ja, jetzt, okay. Ich glaube, jetzt brauchen wir einen Chewie, kann damit das sein? Nee, das kriegen auf. Wir auch so hin. Irgendwie. Ich glaube, Chewie zählt auch gar nicht mehr als so eine Art starker Charakter. Oder das gibt es auch gar nicht mehr. Aber Chewie kann den Hebel umlegen. Und jetzt wechseln wir? Ach, ich liebe sowas. Das ist super. Das gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut. Jawohl, Han Solo, machen wir. Wir passen auf. Oh, oh, da sind ja einige. Ist es einer mit einem Granat? Was hat denn der? Oder ein Flammenwerfer? Was hat denn der eine? Den lasse ich erstmal am Leben für einen Moment. Weil ich eigentlich sehen will, mit was der schießt. Oh, der Snipe. Der Snipe, aufpassen. So, die Prinzessin kann sich wehren. Da ist er, da ist er. Was hat der? Ne, das ist einfach nur ein schwerer Blaster. Oh mein Gott, ich brauche Deckung. Oh, Leia hat sogar Deckungsfeuer gegeben hier, cool. Komm, den holen wir uns, jawohl. So, und jetzt aus der Deckung raus und sprinten hinter. Kommt nur alle her. Prinzessin, oh mein Gott, die Prinzessin wurde umgehauen. Wie sie den gegriffen hat. So, wir können uns hier wieder Rüstungen holen. Ich glaube, das machen wir auch mal ganz schnell. So. Ein Rüstungsset haben wir voll für Leia. Die sehen so cool aus. Und die haben auch wirklich verschiedene Klassen, die Gegner. Die haben dann welche mit dem Heavy Blaster oder mit diesen zwei einzelnen kleinen Blaster. Wie die immer über einen rüberspringt und so. Die ist ja richtig tough, die gute Leia. Das ist ja super. Naja, so. Sehr gut. Aber die Szenen im Todesstern sind immer toll, finde ich. Ich fand die schon immer cool. Den Todesstern fand ich allgemein schon immer eine richtig coole Location irgendwie. Aber ich glaube, die mögen auch die meisten, oder? Gibt es hier irgendwelche Leute, die sagen, nee, der Todesstern ist irgendwie doof, mag ich nicht? Ich glaube fast nicht. Und dieses geile Alarmgeräusch, richtig ikonisch. Sowieso so viele Sounds, so super ikonisch, ne? Muss man sich ja alles mal vorstellen. Das hat alles natürlich irgendwo Episode 4 erfunden. Ne, so ein Blaster, Lichtschwert, TIE Fighter, alles Mögliche natürlich daher. Deswegen, das muss man ja respektieren, ne? Respect the origin quasi. Haben wir noch eine Granate? Leia, es tut mir leid, aber die Granate musste sein. Alter. Diese Bösewichte spiele ich auch richtig gern, oder wie sie hier auch immer heißen. Ich weiß es gerade nicht. Aber die sind super mit diesen Granaten, dass man die werfen kann. Hier ist für euch Endstation. Ihr werdet nie entkommen und diese Schlüsselkarte nie kriegen. Wie können wir das Kraftfeld deaktivieren? Die Schaltkonsole. So eine haben wir benutzt, als wir als Sturmtruppen verkleidet waren. Ja, habe ich schon. Okay, wird einem eigentlich gesagt vom Wegen, ne? Hier wird einem eigentlich gesagt von wegen, man sollte die Stormtrooper-Rüstung anziehen. Aber habe ich schon vorher gemacht, von daher alles gut. Hier ist der Mr. Coffee. Okay. So, wo müssen wir damit hin? Alt, warte mal, hier haben wir auch noch was. Ein Maus-Druide ist hier noch. Zwei von drei haben wir, okay. Kann ich schießen? Ja, ich kann schießen. Oh! Granate raus! Oh, wenn man die Granate wirft, legt er die Datenkarte aber ab. Okay. Gut zu wissen. Haben wir die alle? Wir haben die alle, okay. So, komm, Datenkarte wieder mit rein. Halt, hier können wir auch noch was aufmachen, oder was? Perfekt. Finde ich eigentlich ganz cool, dass diese kleinen Hacker-Minispielchen auch immer... Ah, guck mal, Minikit. Auch immer wieder anders sind. Finde ich ganz, ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also je nachdem, welche Fraktion man spielt und so. Oder ob man Astromech hat oder so,
kommen da immer wieder so andere kleine Minispielchen. Finde ich nice. Okay, wir brauchen noch einen von den Maustruiden. Ach, jetzt kommt die Szene wahrscheinlich mit dem Rüberschwingen, aber wir oder? Haben uns verlaufen. Aha! Aufpassen, Leia! Da oben! Ich will auf den Kanister schießen, auf den Kanister! Jawohl! Oh, da kommt schon der nächste. Können wir uns denn hier schon irgendwie rüberhangeln? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bisher sehe ich noch keine Möglichkeit. Vielleicht müssen wir erstmal kämpfen ein bisschen. Wir versuchen das erstmal. Feuer! Ja, jetzt können wir uns ein bisschen rüberhangeln, oder? Ah! Okay. Komm, Leia! Ach, ist das alles toll, ey. Das alles nochmal zu erleben, ist so schön, ne? Und nochmal Minikit, jawohl! So, jetzt nehmen wir nochmal Leia. Die hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Oh, geh vorbei. Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Nein! Lauf, Luke, lauf! Okay. Nicht übel, meine Rettungsaktion, ha? Huh? Wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Wir haben es noch nicht überstanden. Oh, Yavin! Ja, cool. Eine fabelhafte Rettung. Beispiel, jawohl, jawohl, jawohl. Ein schwarze Glücksbringer Special Edition. Wir haben nichts geschafft davon. Das ist ja richtig nervig. Minikit haben wir ein bisschen was gesammelt. Ich werde die ganze Zeit beschossen währenddessen. Okay, wir sind mitten in irgendeiner Schlacht gelandet. Hier, Hilfe! Der Millennium Falke ist auch das erste Mal, dass wir den Falken steuern, fällt mir gerade auf, ne? Cool, ey. So, erstmal müssen wir das Scharmützel hier gewinnen. Oh, oh, oh! Wegen eurer Belohnung braucht ihr keine Angst. Richtig am Abgehen hier. Aber das ist ja super, ey. Ich werde hier gerade total erschlagen von allen möglichen coolen Sachen, ey. Erstmal den Millennium Falken fliegen. Direkt so ein cooles Scharmützel mit TIE Fightern und X-Wings. Hilfe, hinter mir irgendwo, hinter mir irgendwo. Da ist er. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Jawohl, 5000 Bricks haben wir bekommen. Und hier nehmen wir auch nochmal den Kaiwa-Stein-Kometen mit. Der macht ja richtig Schaden, dem Millennium Falken. Und jetzt will ich nochmal den Todesstern sehen. Ach, ist das geil. Das gibt so total Rogue One-Feeling, finde ich, wo der dann auch so auftaucht am Horizont. Das ist natürlich hier Yavin Prime, ne? Der Gasriese quasi. Und hier haben wir Yavin 4 als Mond davon. Ach, ist das cool. Okay. Komm, dann runter da. Der große Tempel. Ach, das ist alles so wunderbar. Das ist so wunderbar, ey. Willkommen. Schön, dass ihr noch am Leben seid. Okay. In den Kommandoraum. Generäle warten ungeduldig auf diese Pläne. Das glaube ich. Hier lang bitte. Die dancen hier erstmal ab. Ah, das gibt natürlich auch wieder Erinnerungen an Episode 2, sage ich schon natürlich. Nee, Quatsch, an Battlefront 2. Da gibt es ja auch so eine Map von Yavin 4. Das ist einfach schön. Das ist einfach nur schön. Okay. Guten Tag. So. Wo geht's denn hier genau hin? In die Spitze. Ihr habt die Pläne. Wir müssen sie sofort analysieren. Ach, da ist Dodonna. Da ist Mon Mothma. Die winkt mir auch erstmal zu. Hallo, Mon Mothma. Guck mal, wie schön das hier gemacht ist, ey. Wie unfassbar toll. General Dodonna. Okay. Auf geht's. Augen aufs Ziel. Level starten. Ja.
Die Kampfstation besitzt einen starken Schutzschild und mehr Feuerkraft als die halbe Sternenflotte. Eine Analyse der von Prinzessin Leia überbrachten Pläne hat eine schwache Stelle aufgezeigt. Ein kleiner Ein-Mann-Jäger müsste den äußeren Verteidigungsgürtel durchbrechen können. Bemannt eure Schiffe und möge die Macht mit euch sein. Okay. Flügel in Angriffsposition. Rot 5, ich gehe runter. Ich bin bei dir, Boss. Das ist fast wie zu Hause in der Bettlerschlucht. Jäger, auf 0,3. Luke, lass dich von deinen Gefühlen leiten. Okay. Okay, geil. Da habe ich auch Bock drauf, ey. Da habe ich so Bock drauf, diesen Trench Run zu machen. Der ist auch immer eigentlich einer der geilsten Raumschiff-Missionen, die es so gibt in irgendwelchen Spielen, finde ich. Jawohl, ich versuche hier mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Rot 5 ist bereit, Leute. Rot 5. Oh, ich crash auf die Oberfläche. Ich baller erstmal drauf los, wie sonst was. Wir können natürlich auch wieder so eine coole Rolle machen. Oh, verdammt, haben keine Torpedos, glaube ich, gerade, oder? Nee, wir haben keine. Oh, ich... Und das war's. Scheiße! Ich hab's irgendwie voll nicht gesehen. Hier ist alles voller Anzeigen. Ich bin das erste Mal mit dem X-Wing unterwegs hier. Für die Rebellion, jawohl. Okay, wir können hier auf jeden Fall irgendwas kaputt machen immer. Meine Schilde versagen. Ich werde hier nur noch überflutet mit Informationen. Okay, Gold Leader oder Rot Leader, ich versuche es. Da war auch ein Y-Wing dabei, ne? Cool. Ey, die fliegen aber immer vor mich. Ich versuch's ja, ich versuch's ja. Weiter aufs Ziel zu. Oh Mann, meine Schilde versagen schon wieder. Hilfe. Ich krieg so viel Schaden ab. Ich glaube, hier wird's echt helfen, wenn man die ganzen Anzeigen aus hat, oder? Man sieht hier ja kaum was außer Schadenszahlen, rote Markierungen und irgendwelche Explosionen. Besonders werde ich ja andauernd von meinen eigenen Leuten gecrashed. Hör doch mal auf, mich zu crashen! Warum würden wir es denn jetzt auf... Oh, Hilfe! Oh, Hilfe! Wow, was? Der ist so auf Kuschelkurs, der eine. Von meinen Leuten. Alter, hier sind... Oh mein Gott, ich sitze hier gerade richtig mit offenem Mund. Ey, wie gut ist denn dieses Level umgesetzt? Ich hatte gedacht, wir bleiben jetzt erstmal so im Graben, aber das öffnet sich dann auch nochmal. Das ist ja mal mega geil. Macht mal kurz Squadrons-Konkurrenz oder was? Da hätte man sich sowas gewünscht hier nochmal mit einem Trench Run. Ah, da ist der Tune. Das übernehme ich selbst. Gib mir Deckung. Jawohl, Sir. Da ist der reich. Okay. Schub-Torpedo beschleunigen. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall... Jetzt können wir auf jeden Fall alles Mögliche nutzen. Wir sammeln erstmal ein paar Torpedos hier ein. Brauchen wir das hier irgendwie kaputt machen? Nee, ne? Okay, und das bringen wir jetzt noch mehr Tontorpedos oder was? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Achso, ich musste... Ah! Da muss ich eins drauffeuern. Ja, ja, alles klar. Okay, eins haben wir auf. Ich werde beschossen. Aufpassen, ausweichen. Okay, da müssen wir auch noch einen drauffeuern. Wo kriege ich denn jetzt neue Proton-Torpedos her, ist die Frage. Das wird mir zwar angezeigt als Ziel, aber irgendwie... Ah, jetzt eins von vier, okay. Die holen wir uns natürlich. Wir nehmen die Minikits mit, Leute. Ben, bist du es? Okay, ein Minikit haben wir. Wie kriege ich denn neue Torpedos, frage ich mich gerade. Da! Glaube ich zumindest. Warte mal, das nehmen wir noch ganz kurz mit hier. Ja, da gibt es neue Torpedos, okay. Aber nur einen haben wir erstmal. Alles gut, so langsam durchschaue ich das Ganze hier. So, jetzt haben wir nochmal ein Minikit wahrscheinlich, ne? So, und ausweichen. Jawohl, sehr gut. Okay, wir brauchen noch einen Torpedo, den holen wir uns schnell. Und dann können wir auch schon die letzte Öffnung hier abknallen. So. Feuer! Was jetzt?
Da hinten ist auch noch einer, den wir irgendwie abknallen müssen. Au, da ist schon der letzte Schuss möglich, oder was? Alter, wie gut. Wie gut das alles aussieht. Wie gut das alles aussieht. Ja, wir bleiben hier in der Ideallinie. Ich nutze die Macht. Was? Toller Schuss, Junge. 1 Million Treffer. Vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein. Immer. Oh nein! Der arme Chewie! Och, alle haben eine Medaille, nur er nicht. Och. Star Wars, eine neue Hoffnung, Episode abgeschlossen. Ach, ist das alles wunderschön, ey. Ich bin hier richtig schön am Nostalgiebaden, ey. Augen aufs Ziel. Sehr schön. So, das haben wir. Übernimmt das die Versicherung, okay. Das wird sich nicht ausbeulen lassen. Und findiger Flieger. Wir haben nicht alle Herausforderungen geschafft. Ah, das wird der Todesstern. Oh, fast alle Minikits hatten wir. Nur eins hat gefehlt. Das kriegen wir bestimmt nochmal hin. Sehr schön. Ein paar Flieger haben wir auch bekommen. Und damit haben wir Episode 4 tatsächlich abgeschlossen. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das hat so Spaß gemacht. Ich freue mich richtig hart auf Episode 5. Ist ja bei den Filmen meine Lieblingsepisode. Von daher bin ich da natürlich besonders gespannt. Aber damit haben wir jetzt den ersten Teil der Originaltrilogie und Episode 4 damit abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet alle ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Bis dahin sage ich ciao. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.